ist denn schon Feierabend? Scheinbar nicht, das haben die gleich. Ach, denkst du, heute am Sonnabend eine Viertelstunde vor Schluss machen die sich noch die Hände dreckig? Machen sie, da kennen sie nichts. Ach, quatsch doch nicht. Was ist denn nun? Kurzschluss. Ach, tatsächlich? In Amerika, habe ich mal gelesen, da haben sie einen auf einen elektrischen Stuhl geschnallt. Ja doch, dem haben sie zweimal 5000 Volt durch den Körper gejagt und der lebt immer noch. Geht's heute noch mal weiter? Ohne mich, ich mach Feierabend. Was machst du denn heute? Oh, ich werde mir mal die Füße waschen und dann werde ich einen neuen Kamiko ausprobieren. Palizzo meinst du? Quatsch, Kamiko, kennst du nicht? Geht so. Guck mal, Ulis Schwester. Was denn? Ulis Schwester? Na, ja. Seit wann ist denn die hier? Weiß ich nicht. Na, nicht unflott. Dann lass ich mich mal vormerken. Hallo, Schwester. Heia, Popeia. Hallo, Liebling. Küsschen. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man sowas auf die ganz Schnelle aufreißt. Pass auf. Wie ist denn die Braut? Ja. Ah, die kleine Schwarze da. Die hat Brübchen. Wo denn? Hier. Na, da bin ich aber neugierig. Darling. Häuschen, wie wär's denn mit uns Zweiten? So ein Angeber. Flasche. War ganz schön stürmisch, die Kleine, was? Irgendwas nicht mit deiner Nase? Mensch, Edgar, du bist klasse. Ganz schön dick. Du bist wohl gegen heißen Ofen gelaufen, die was? Kleine hat ihn abblitzen lassen. Ich war's. Ja. So was musst du ganz anders anfangen, mein Lieber. Du Armleuchter. Wetten, dass die noch an der Flasche nuckelt? Hier. 5 Mark, wenn du sie schaffst, bis Montag. Wer macht mit? Wetten, dass die Großnase sie schafft? Ich mach mit. Du schaffst es nicht, wetten? Überleg es dir, Maggie. 20 Eier. Du kannst doch verlieren. Bis Montag, wetten? Wetten das doch?